Na, ihr Mainzelmännchen? Ja. Sieht ja gut aus, oder? Sieht super aus, ja. Jetzt bitte den Sarkasmus aus der Stimme. Na? Na? Wie der Packmeister? Nee, Jonas hat sich in den Kopf gesetzt, dass er das heute machen möchte. Okay, ich gehe mal einen Kaffee trinken. Na, Holgerli, wie war deine kurze Woche? Anstrengend. Hätte einfach nur schlafen können. Ich muss auch sagen, dass ich langsam so eine Müdigkeit in mir trage, dass es echt schwierig wird, dann auch noch die restliche kurze Woche, die wir ja noch haben, in einem ganz normalen Job ja auch noch bestehen zu müssen. Ja, so geht's mir auch. Wir haben jetzt das Wochenende noch und dann wird's ja zum Glück ein bisschen ruhiger. Naja, dann kommt noch Ostfront in Erfurt und dann kommt Viersen. Und Mettlehammer Paradise haben wir jetzt diese Woche veröffentlicht. Freust du dich drauf? Ja, klar. Das wird geil. Okay, mein Auftrag heute, Mario nerven. Und zwar zu jedem Zeitpunkt ihm auf den Arsch zu hauen, um mal zu gucken, wie er reagiert. Geil. Sag mal, wenn ich eine Frau wäre und du ein Mann, dann sähe das jetzt ganz anders aus, Kollege. Wow. Bist du ein Ferkel? Noch mehr Energy Drinks? Ja. Noch mehr. Wo sind wir denn hier? Aschaffenburg. Schöne Sonntag, ne? Und die alle ab. So, vorletztes Konzert. Hier mit Heldmaschine zumindest. Wir befinden uns jetzt hier in unserem Backstage. Was wir auch jedes Mal machen müssen, ist GEMA-Sachen auszufüllen. Die GEMA würde gerne von uns wissen, welche Musik wir gespielt haben, damit entsprechend dann auch die GEMA-Anteile ausgeteilt werden. Ich zeige euch das mal, ich muss nur meine Adresse verdecken, weil ich das bereits schon ausgefüllt habe. So sieht so ein GEMA-Schrieb aus. So, das heißt, da steht der Veranstalter drauf, dann steht meine Kontaktadresse dann halt drauf und dann müssen wir hier angeben, welche Songs wir gespielt haben, wer die Komponisten sind, wer unser Verleger ist, wie der Song heißt und welche GEMA-Werknummer wir haben. Und dann muss das nachher am Ende noch unterschrieben werden. Ist eigentlich gar nicht so wild, aber ich sehe das mal nervig, weil es dann doch irgendwie auch immer jedes Mal Zeit kostet. Mario, ist unser neuer Manager. Ja, ich kann richtig gut Sachen verticken. Was hast du denn dabei? Weiß ich nicht. Eigentlich hatten wir euch ja darum gebeten, dass ihr uns ein paar Tricks und Tipps zuschickt, wie man andere Bands trollen kann, aber uns hat nichts erreicht, Leute. Leute. Und wir selber sind ganz schön einfallslos. Und jetzt haben wir morgen den Tourabschluss und wir haben keine Trolligkeiten vorbereitet. Also wir brauchen unbedingt nochmal, du schneidest das ja heute, ne? Ich schneide das heute. Also ihr müsst uns morgen ganz viele Ideen zuschicken, wie wir die Heldmaschine noch trollen können. Ja, wahrscheinlich gucken sie das und dann wissen sie das nachher. Niemals, die gucken das nicht. Ich bin auf den Arsch gehauen. Wir haben auf jeden Fall Spaß heute. Geil, wir sind gerade von der Bühne, es war ganz cool. Also ich hatte Spaß. Ich habe auch was gesehen, ich war diesmal nicht komplett zugenebelt. Du kannst mal das Monsterbrötchen zeigen. Ah ja, ein Monsterbrötchen. Hier, wenn man so vegetarische Pfeifenhainis hat, dann wird wie von Geisterhand ein Brötchen immer größer und größer. Einmal der Triple Whopper. Jawoll! Was ist der? Ekelhaft ist der Felix. Sag das nochmal. Ekelhaft. Der Felix ist ekelhaft. Ekelhaft ist der Felix. So, der Sängerknabe hat gerufen. Den besuchen wir jetzt mal. Ich habe eine Tradition eingeführt, nämlich dem René ein Getränk auf der Bühne zu reichen. Das da wäre Jackie Cola. Tralalala. Dann nimmt er immer einen Schluck und dann macht er mi. Und dann sagt er immer, oh, das war mir zu viel Whisky. Aber ist halt so, ne? Ist halt eine kleine Pussy. Lieber René, ich mag dich wirklich sehr gerne, auch wenn du nicht so viel Whisky verträgst. René, das ist für dich. Kurz mal im Ernst, wer sind die Heldmaschine heute zum ersten Mal? Irgendwie. Ach, du bist der Sänger von Soulbound. Der behauptet, er hätte uns noch nie gesehen. Ach, Dummy. Oh, jetzt hast du alles wieder gut gemacht mit diesem Herzchen. Teilt
all diese Freude mit Soulbound! Ich bin so froh, dass diese Jungs dabei sind. Es macht eine Riesenlaune mit den bekloppten, nice Dudes. Die sind so gar nicht cringe und so. Die sind nämlich cool. Yo, die sind geil. Vielen Dank, Soulbound, dass ihr dabei seid. Ihr macht uns Spaß. Ihr kleinen, blöden Popo-Piraten, ne? Das haut mir auf den Arsch und fragt, warum Popo-Pirat ich. Nur weil ich dir jetzt mal auf den Arsch gehauen habe, oder was? 50. Mal heute. Aber ich dachte, du magst das. Nee. Ist dir das aufgefallen, dass ich heute ein paar Mal dir auf den Popo gehauen habe? Ja. Einen Aufruf dazu machen, dass man dir auf den Hintern haut. Wenn ihr das machen wollt, habt ihr meine Erlaubnis, wenn ihr danach zu unserem Merchstand geht und etwas kauft. Mindestens einen Zehner ausgeben. Mindestens. Und wer es schafft, der hat es auch verdient, sich dann was zu kaufen. Fürs Team. Fürs Team, ja.